Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms. Ihr erkennt wahrscheinlich schon, wo ich mich hier gerade befinde und ihr wisst wahrscheinlich auch, was ich hier will. Denn ich habe mir vorgenommen, bevor wir jetzt... Warte mal, irgendwie ist mein Pad, hat sich gerade abgeschaltet. So, jetzt bin ich wieder dabei. Ich habe mir vorgenommen, bevor wir jetzt den nächsten Dungeon aussuchen, der vielleicht der letzte sein könnte. Ich weiß es nicht, es ist ein Blind-Let's Play, ich habe keine Ahnung. Aber es spricht einiges dafür, dass jetzt nicht mehr so viel kommt. Und ich dachte mir, weil jetzt wieder ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist, seit ich mich das letzte Mal hier an der Arena versucht hatte, dass wir es nochmal auf einen weiteren Versuch ankommen lassen. Und eigentlich hatte ich ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich mich eventuell noch ein bisschen vorbereiten will, pipapo. Aber das Problem ist, ich habe kaum Knete, um mich auf irgendwas vorzubereiten. Deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie großartig was eingekauft oder so. Das Einzige, was ich nochmal gecheckt habe, das ist meine Ausrüstung. Und hier habe ich die ein oder andere kleine Anpassung vorgenommen. Und zwar hat Cecilia jetzt die Schriftrolle, die ihren... Sorcery-Wert in erster Linie extrem pusht. Also sie hat hier kein Item mehr, was ihre Zauber noch mehr verstärken kann als dieses Item. Und sie hatte vorher diesen Edelstein hier drin. Das, was ihre MP auffüllt, ist zwar super wichtig, wird aber im Kampf relativ wenig bringen, weil pro Runde kriegt sie dann im Kampf einen MP wieder zurück und wir laufen ja zwischenzeitlich nicht rum. Insofern wäre das, glaube ich, jetzt hier in der Arena eine eher schlechte Idee. Bei Jack habe ich erstmal alles so gelassen. Da hatte ich kurz überlegt, ob ich wieder auf Missanga zurückgehe, aber dann ist mir seine Defensive jetzt doch ein bisschen wichtiger gewesen. Deswegen behält er die Schlagfaust. Und bei Rudy habe ich auch einen Wechsel vollzogen. Und zwar hat er jetzt das Item angelegt, was seine Defense-Punkte, Points, wie auch immer, und sein Parry-Wert am weitesten nach oben schraubt. Und er hatte vorher... Was hatte er vorher? Diese Windfahne hier, die mich vor Überraschungsangriffen schützt. Ich hoffe mal, dass im Laufe der Arena keine Überraschungsangriffe kommen können. Das wäre jetzt ultra Pech, wenn es darauf hinausläuft, aber dann ja, ist das halt so. No risk, no fun. Ich hatte auch wegen der vollen Waage, wegen der Quasi-Schleife überlegt, ob ich die irgendjemandem mitgeben soll. Aber ich weiß nicht, inwiefern Zustandsveränderungen hier zum Problem werden. Wenn sie das werden, dann wird das vielleicht mein Todesurteil sein, aber das muss man halt herausfinden. Ich habe jetzt erstmal alles auf Defensive bzw. mit Blick auf Cecilia auf den Angriff gelegt und würde einfach mal mein Glück jetzt nochmal versuchen. Munition ist aufgeladen, übernachtet habe ich, also eigentlich, boah, wie ich mir das auch nur relativ knapp leisten kann. Eigentlich sind wir ganz gut vorbereitet und ich guck mal, was hier so geht. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was für ein Level meine Leute haben. Wenn ihr nochmal zurückspult, könnt ihr das im Menü sehen. Aber ich glaube, die sind alle so bei um die 40 oder 41 oder sowas. Und es hieß, dass ich ab Level 40 auch hier mein Glück nochmal versuchen sollte. Und das tue ich jetzt so. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier beim letzten Mal alles lief, aber ich hoffe, dass ich gute und weise Entscheidungen treffe, wenn ich meine Leute jetzt hier auf die Gegner loslasse. Ja, bei Jack wird es jetzt wahrscheinlich fast ausschließlich auf die Schlagkraft hinauslaufen. Und ja, der Ablauf, ich habe jetzt keinen richtigen Masterplan. Ich werde das einfach so machen, wie ich das in der Regel auch bei den Bosskämpfen mache. Und gerade beim zweiten Gegner ist es spannend, weil an dem bin ich beim letzten Mal gescheitert. Und eigentlich ist mein... Also, ich weiß, ich staple gerade sehr niedrig, aber eigentlich ist mein einziges Ziel, den zweiten Gegner hier irgendwie zu überstehen, damit wir zumindest den dritten Mal zu sehen bekommen und hier vielleicht ein bisschen mehr Progress haben als beim letzten Mal, weil da bin ich nicht wirklich weit gekommen. Da bin ich auch überrascht gewesen, wie schnell die Arena mich an meine Grenzen gebracht hat und der teilt immer noch ordentlich aus. Ich dachte jetzt nach all den Level-Ups, dass, dass da vielleicht ein bisschen weniger Aua mit im Spiel wäre, aber naja, das ist vielleicht eine etwas naive Perspektive. So, was ich jetzt natürlich nicht weiß, hätte es auch anders sein sollen, ist, wogegen der empfindlich ist. Wie heißt der denn? Medea. Warte mal, was war denn bei Medea?
Was war bei Medea Phase? 7 Attribute Angriff. Soll ich das mal probieren? Ich meine, das ist jetzt sauteuer, aber das ist jetzt so ein bisschen Triple oder Quattro Boss Run, den ich hier mache. Insofern kann man das mal bringen. Und guck mal, bei Rudy. Ach nee, mit Rudy habe ich jetzt eine andere Schusswaffe genommen. Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt weniger Damage gemacht als mit der anderen Waffe. Ich habe den geheilt. Ich habe den geheilt. Na, das hätte jetzt natürlich nicht passieren sollen. Doof. Ganz, ganz doof. Aber na gut, dann ist das so. Wir werden ihn trotzdem hoffentlich irgendwie down kriegen. Das hier war Einzel. Ich wette, wenn du mega wild richtig mega ausbaust, dann wird da einiges gehen, schadensmäßig. Aber ich glaube, jetzt hier für diesen Part werden wir davon nicht wirklich profitieren, falls die Waffe irgendwas kann. So, dann gehe ich jetzt mal zu den Klassikern rüber. Ey, ganz ehrlich, so das ganze Spiel bisher rückblickend betrachtet war immer Holy Shit oder Unholy Shit die Waffe überhaupt gegen schwere Gegner oder Bosse oder was. Guck mal, der hat eigentlich voll wenig. Hätte ich den jetzt nicht geheilt, hätte ich den wahrscheinlich in zwei Runden legen können. Das war gerade eine unglückliche Verzögerung, die ich da jetzt mit dieser unfreiwilligen Heilung fabriziert habe. Aber egal. So, jetzt kommt nämlich der eigentlich interessante Gegner. Und wenn ich jetzt direkt zu Beginn feststellen sollte, dass ich wieder 10 Fehler mache oder auch nur 2 oder so, dann werde ich das gerne nochmal probieren. Wir haben gerade gesehen, der erste Kampf dauert nicht lange. Wir kommen also relativ schnell hier hin. So, Bad News, ja. Der Typ, der seinem Namen alle Ehre macht. Ich erinnere mich. So, ich versuche es jetzt nochmal so. Ich mache eigentlich alles genau so wie in der letzten Runde auch. Nur, dass ich hier wahrscheinlich direkt auf Unholy Shit gehe, wenn... nicht auf Unholy, sondern auf Holy Shit. Und ja, wenn den das natürlich am Ende des Tages heilt, wäre das blöd. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Boah, Alter, Vater, ey. Dieser Schaden, das ist doch nicht normal. Aber wir teilen auch ordentlich aus. Und überlegt mal, ich habe bei Jack, so rein von der Ausrüstung, ich habe es ja gerade erwähnt, bin ich eigentlich volle Möhre auf Verteidigung gegangen, ne? Also, der hat im Grunde genommen eigentlich eine ganz gute Abwehr. So, ich hoffe, dass er das jetzt überlebt. Die nächste Runde, Heilung ist unterwegs, Jackie Boy. Der könnte sich auch selber heilen, aber ich hoffe ja auf das große Wunder über seinen Angriff und hoffe, dass es uns irgendwann auch ereilen wird, idealerweise in diesem Kampf. So, und dann bekommt er jetzt einmal High Heal gesponsert. Ich weiß gar nicht, wenn der mit seiner dicken Keule einmal auf Cecilia losgeht. Ich glaube, die könnte... Nein! Könnte darauf basierend draufgehen, okay. Der tödliche Schlag hat gar nicht so sehr wehgetan, wie ich befürchtet hatte. Alles klar. Da war jetzt waren ein paar mehr Schläge mit dabei. Ja, ey, komm, den schaffen wir. Das ist aber auch leider, muss man sagen, so ein Glücksboss in Anführungsstrichen, weil es kommt halt stark drauf an, wen er angreift, das ist das eine, und ob er so rein von der Reihenfolge her vor oder nach uns drankommt, das macht halt den entscheidenden Unterschied, ne? Und das ist natürlich ungünstig, aber Rudy ist, glaube ich, die Festung. Nein! Oh, Rudy, ich wollte gerade eine Lobeshymne sondergleichen auf dich herabregnen lassen. Und was machst du? Du haust eiskalt daneben. Ja, ganz toll. So, egal. Wir sind gesund. Alles ist schön. Wenn der Zornesschuss freigeschaltet wird und zur Verfügung steht, dann war es das sowieso für Bad News. Und eigentlich sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Ziel, den hier und heute zu legen, ich glaube, dem werden wir sehr, sehr nahe kommen. Beziehungsweise es übertreffen. Wenn es gut läuft, übertreffen wir es sogar weit und nicht nur ein bisschen. Au. Immer auf die Kleine. Das ist nicht in Ordnung. Komm, Jack. Oh. Ich wollte gerade sagen, mein Jack, ey, das muss doch an dein freundschaftlichen Ehrenkodex appellieren, wenn du siehst, wie der kleine Cecilia mit der dicken Keule aufs Maul gegeben wird. Und was macht der? Der lässt nur so ein laues Lüftchen an Schlag ab. Ey, das ist... Enttäuschend ist das, Jack. Das ist sehr enttäuschend. Und das sieht Cecilia bestimmt auch so. Die hat jetzt bestimmt gar keinen Bock mehr, dich zu heilen.
So, wenn wir hier den hohen Wächter dann demnächst auch irgendwann mal haben, dann wäre das natürlich super. Ich bin am Überlegen, hat vorher die Gruppenheilung nicht so viel abgeworfen, als dass sie jetzt davon auch voll werden könnte? Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf Risiko. Denn wenn jetzt einer von den Jungs noch auf den Deckel bekommt, dann, jawohl, dann profitiert er nämlich auch von der Heilung. Deswegen war die Entscheidung eine gute. Aber das kann halt so super schnell vorbei sein, in dem Moment, wo er zum Beispiel die falsche Person angreift. Ne? Und das mag ich an diesen Kämpfen hier nicht, dass das so, ja, irgendwie so, also viele Punkte dem Zufall einfach überlassen sind. So, du bekommst jetzt hier nochmal was ab. Jack bisher mit einer sehr enttäuschenden Performance, muss man mal so sagen. Und Cecilia kann jetzt den hohen Wächter bringen. Das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt nicht der Ultra-Damage, der dabei rumkommen wird. Wobei bei dem einen oder anderen Bosskampf hat sie darüber auch schon mal 3000 Schaden oder sowas hervorgebracht. Boah, der verträgt aber auch eine Menge. Der verträgt eine Menge. Ja, mich würde echt mal interessieren, wie viele HP der insgesamt hat. Kann man sich das anzeigen lassen? Ja, wenn man Analyse hätte, ne? Das, was ich irgendwann mal eiskalt ausselektiert habe bei meinen Zaubern und es seitdem immer wieder vermisse. Aber egal. So, guck mal hier. Jetzt geht's nämlich richtig ab. Ich hoffe, dass dieser Zornesschuss, dass der nicht daneben schießen kann. Ich müsste ihn auch bald mal wieder mit neuer Munition befüttern. Und hier könnte man die Schallvision mal versuchen. Ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn das ein oder andere Mal daneben gegangen ist. Aber so ist das halt. Und bei ihr, ey, ganz ehrlich, ich sollte eigentlich immer Wiedger machen, oder? Weil egal, wen er angreift, der Schaden, der tut immer irgendwie weh. Und damit bin ich... Jawohl, das war ein Crit! Yeses! Nice! Jetzt hat Rudy auch mal auf den Deckel bekommen. Man kann auch Rui sagen, was spricht eigentlich dagegen? So, komm, und jetzt gib alles. Boah! Er ist down, der Part ist nicht umsonst gewesen. Yes, wir bekommen mindestens eine neue Sache heute zu sehen. Geil. Okay, so, dann bin ich mal auf die Belohnung gespannt dann am Ende. Wie war denn das hier nochmal? Ich musste jetzt aber nicht aus dem Kampf, also das jetzt hier beenden, um eine Belohnung zu kriegen, oder? Doch, ich glaube ja, ne? Wie war denn das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, am Ende kriege ich ansonsten Game Over Screen und dann gibt's gar keine Belohnung. Die Zuschauer waren vom Kampf gefesselt. Die Schlacht war sogar für Herzog Piguchi wild genug. Lebe das Leben aus dem Vollen. Aus dem Vollen. Das ist der falsche Fall. Nächste Runde herausfordern. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was es hier als Belohnung gibt, weil ich es jetzt weiter probieren will, aber wir erwarten einen guten Kampf. Nun, der Kampf in der Arena des Überlebens. Fertig, los. Ich weiß nicht mal, wie viele Kämpfe es hier gibt, aber das könnt ihr mir gerne, weil das wird wahrscheinlich die letzte Arena-Folge sein. Also wenn ihr wisst, was es an Belohnung gibt und wir die hier und heute nicht zu sehen bekommen, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare mit reinschreiben, was es als Belohnung gegeben hätte, wenn ihr das denn wisst. So, Java Walk. Du siehst auf jeden Fall ultra geil aus, aber du siehst auch aus, als wärst du mein Todesurteil. Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht allzu viele Hoffnungen. Aber wir gucken mal, vielleicht passiert ja ein Wunder. Und das Wunder könnte vor allen Dingen Jack auslösen, ne? Weil Jack die Komponente, die Jack ist die Alles-ist-möglich-Komponente, so formuliere ich das mal. Aber das Vieh sieht aus, als würde es irgendwie Brutzelfeuerangriffe mitbringen, die auf die Gruppe gehen und dann war es das auch. Guck mal, jeder Kopf von diesem Gegner wird sich einem unserer Charaktere widmen. Und, was war das denn, Jack? Jack, was war das denn? Ich habe mir jetzt nicht mal durchgelesen. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das wird ein relativ schnelles Ende finden, denn, die nächste Heilung, die wird wahrscheinlich zu spät kommen. Das ist sehr, sehr schade, ist das. Was man jetzt natürlich machen könnte, das ist jetzt so ein bisschen mein letzter Anker. Das hier geht nur auf eine Person, oder? Oder habe ich auch ein Item? Nee, das sind alles nur so Einzelheilungen. Ich werde trotzdem ihn mal eine Beere futtern lassen.
Geht das hier? Nee, das geht auch nur auf einen, die Heilklinge. Das ist ja schade. Dann wird er jetzt derjenige sein, der versucht, dem Gegner noch was mitzugeben. Und sie wird jetzt natürlich versuchen, nochmal die Truppe zu heilen. Vielleicht haben wir Glück und das war gerade der stärkste Angriff von dem Gegner, den wir gesehen haben. Und wir haben nochmal Glück und er kommt jetzt mit was Leichterem um die Ecke, aber ich mache mir da keine Illusion. Ja, jetzt... Oh, jawoll! Guck mal, das war jetzt super. Das war fantastisch. Das gibt uns jetzt nämlich ein bisschen Zeit, um uns nochmal zu sammeln. Und jetzt, ja, nee, volle Möhre können wir noch nicht in den Angriff gehen, weil mir Munition fehlt. Aber wir nehmen Anlauf. Wir nehmen Anlauf und dann kriegt das Vieh das hoffentlich umso stärker wieder zurück. So, Schlagkraft. Man könnte jetzt hier natürlich auch überlegen, Schockschlag. Ich habe hier halt nichts, was... Es geht alles so in diese Schockrichtung. Wenn ich hier irgendwas hätte, was so ein bisschen nach Wasser klingt, wisst ihr, was ich meine? Gerade bei den neueren Sachen, die ich freigeschaltet habe, dann würde ich das mal probieren. Aber ich habe sowas, glaube ich, nicht. Oder ich lese das alles falsch, keine Ahnung. Und glaub mir, ich würde mit Cecilia unfassbar gerne... jawoll. Selbst ist die Frau. Sehr gut, Cecilia. Lass dich immer schön ärgern und hau zurück, wenn dich jemand ärgert. Ich würde gerne mit ihr Zauber ausprobieren, aber ich traue mich nicht, weil mir die Heilung irgendwie zu wichtig ist. Wobei der mit seinen Standardangriffen jetzt nicht so krass unterwegs ist. Vielleicht bin ich jetzt doch die Runde mal mutig und guck, was so geht. Warte mal, du machst erstmal Schlagkraft und sie hat bald wieder den hohen Wächter. Ich hätte jetzt nämlich mal wegen High Freeze überlegt. Also das wäre halt richtig, richtig dumm, wenn er dagegen nicht empfindlich wäre, weil der sieht nach Feuer aus. Ja gut, der Name ist aber eigentlich nicht sonderlich feurig. Ich wollte gerade den Namen auch nochmal als Verstärker nehmen, aber das ergibt gar keinen Sinn. Wir probieren mal Holy Shit. Das wird jetzt wahrscheinlich mein Todesurteil sein, weil er jetzt wieder mit seinem ekligen Flächenangriff um die Ecke kommt. Aber nein. Aber der geht nur auf einen. Ich meine, das ist trotzdem unangenehm, aber noch schlimmer wäre es, wenn der so Morbol-like jetzt hier die ganze Gruppe immer behelligen würde. Aber so wirklich der Burner ist Jack jetzt hier auch nicht. Wisst ihr was? Ich werde gleich mit dem mal den diesen Sprung ausprobieren. Hab vergessen, wie der heißt. Warte. Meteorsprung, genau. Wobei Jack jetzt gerade, glaube ich, eingeschränkt ist. Oder zumindest einen verminderten Angriff hat durch seine Zustandsveränderung. So, dieser hohe Wächter. Heilt er auch Zustandsveränderungen oder macht er das nicht? Ich sollte mir den aber vielleicht eher aufheben für eine Runde, wo meine Leute so ein bisschen angeschlagen sind, weil jetzt geht es ihnen ja eigentlich gut. Was hat denn Jack überhaupt für eine Zustandsveränderung? Das sieht man hier gar nicht so, ne? Status und Max TP wiederherstellen. Ambrosia. Was mache ich jetzt mit dieser Runde? Ich weiß es nicht. Ich habe doch Medica hier. Guck mal. Das ist doch die beste Lösung. Was suche ich denn in den Items rum? Ja, keine Ahnung. Manchmal setze ich ein bisschen aus, ne? Aber guck mal da. Oh nein, jetzt. Oh, das war so klar. Das war so klar. Warum? Man sieht unten mittig übrigens, dass er den Krankheitsstatus gerade inne hat, anhand des Roten Kreuzes. Ich glaube, das war so ein bisschen die Eselsbrücke. Okay, so, Rudy hat seinen Zornesschuss noch nicht, aber lange müssen wir nicht mehr darauf warten. Jack wird jetzt den Meteorsprung versuchen. Er ist jetzt nämlich wieder gesund. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr bei rum. Und beim Hohen Wächter muss ich jetzt einfach hoffen, dass der früh genug an die Reihe kommt. Wobei eigentlich wäre es auch gar nicht so verkehrt, wenn der Gegner erstmal dran wäre, solange er niemanden tötet. Ich mache irgendwie wenig Schaden. Irgendwie habe ich den Kniff noch nicht raus, wie man dem hier am besten Paroli bietet. Vielleicht hat er aber auch gar nicht so viele HP.
Und der ist dann irgendwann down, ehe ich mich versehe. Oh, das hat reingehauen. Der wird halt zauberempfindlich sein, wenn du die richtigen Sachen anbringst. Und das wird hier wahrscheinlich der Schlüssel sein. Und das wird den aber auch gleichzeitig so schwierig machen, weil du Cecilia ja eigentlich fürs Heilen auch brauchst, ne? So, aber vielleicht geht bei der Schallvision noch ein bisschen was. Das ist das eine und wir sind hochgeheilt. Das heißt, ich werde wieder etwas probieren. Ich könnte auch natürlich meine eigene Abwehr stärken, ne? Aber ich werde, weißt du was? Ich werde es nochmal mit Holy Shit versuchen und mir dann auch mal versuchen, die Zahl zu merken. Sie war aber, glaube ich, jawohl, ja. Sehr gut. Guck mal, hier kommen langsam die Schadensmengen oder Schadenshöhen zusammen, die uns eigentlich in die Hände spielen. Und jawoll. Dieser Zornesschuss. Ich habe bestimmt irgendwelche Items, die... Okay, das läuft gerade sehr, sehr gut. Ich bin total entzückt. Das darf bitte gerne so weitergehen. Oh, ich habe es jetzt laut ausgesprochen. Das war jetzt wahrscheinlich wieder mein Todesurteil. So, ich könnte jetzt auch das hier mal probieren. Alle Atrinae. Nee, ich bin gerade nicht mutig genug, auch weil er nicht mehr so wahnsinnig viele MP hat. Ich würde jetzt aber hier dann doch ganz gerne mal Unholy Shit probieren. Und vielleicht traue ich mich auch mal einen Freeze-Angriff zu bringen. Mal gucken. Krankheit, bitte geh daneben, bitte geh daneben. Nein! Aber das ist bei Cecilia vielleicht gar nicht so schlimm. Es sei denn, sie hat jetzt den Stummeffekt auch mit drin. Ich weiß halt gar nicht, was Krankheit so explizit macht, um ehrlich zu sein. Sorry, falls wir da irgendwann schon mal drüber gesprochen haben, aber ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Holy Shit, Unholy Shit, das nimmt sich nicht viel. Das macht jetzt aber auch nicht so wirklich den Mörderschaden, ne? Also... So, aber egal, wir haben bald wieder die Schallvision und es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis wir den nächsten Zornschuss abfeuern können. Und ich glaube, dann war es das auch hoffentlich irgendwie fast so ein bisschen schon mit diesem Gegner. Das wäre mein großer Wunsch. Nein. Das tut so weh. Das tut so weh. Vor allen Dingen bin ich ja so auf Abwehr gegangen und trotzdem haut das so rein. Aber das wird wahrscheinlich die magische Resistenz sein, die hier zu niedrig ist. Oder mein Level ist vielleicht auch einfach zu niedrig und ich bin ein bisschen zu naiv gewesen. Aber ich bleibe dabei, dass der schaffbar ist. Mit ein bisschen Glück, vielleicht auch nochmal mit hier und da ein bisschen mehr Risikobereitschaft, die ich jetzt eventuell walten lasse. Warte mal. Schockfangangriff. Großer Schockschlag. Fessle feindlichen Schatten. Ich mach das hier. Das ist nicht so teuer. Und vielleicht überrascht es mich. Also wenn wir die 2000 erreichen, dann wäre ich schon sehr glücklich. Und vor allen Dingen, wenn Cecilia jetzt noch an die Reihe kommt, bevor irgendjemand verrägt. Nein! Das ist so bitter. Das ist so bitter. Diese Kleinigkeit, wäre sie jetzt noch dran gewesen, wäre ich komplett geheilt. Der hätte mega viel Damage gefressen. Vielleicht wäre das sogar der letzte Angriff gewesen. Es tut gerade in der Seele weh. Es hätte so schön sein können. Es hätte ein Happy End werden können. Und was ist? Gar nichts ist. So, wie kriege ich jetzt meine Leute wiederbelebt? Wie war das normal? Wiederbeleben. Ach so, guck mal, ich habe hier noch diese Lebensfrüchte. Ich mach das mal. Ja, wir klammern uns jetzt an jeden... Na, super. an jeden Hoffnungsanker, den wir noch haben. Aber es gibt keine Hoffnungsanker. Sind ausverkauft. Mann. Ich bin sehr traurig. Ich bin sehr, sehr traurig. So hätte das nicht ablaufen sollen. Aber ich wusste, dass der Arena-Besuch mit Trauer verknüpft sein würde. Aber hier ist vor allen Dingen so bitter, dieser Punkt, dass Cecilia einfach ein bisschen schneller hätte sein müssen. Dann wäre es das vielleicht gewesen. Dann hätte ich das Ding vielleicht für mich entschieden.
Aber dann ist es so, liebe Leute, dann ist es so. Dann werden wir, ich muss mich jetzt ein bisschen ablenken, wir werden jetzt Kardingel ansteuern. Ich habe übrigens, weil der Part ist noch nicht online, der letzte, wo ich euch darum gebeten hatte, mir zu sagen, was es noch so an optionalen Sachen gibt. Ich habe mir überlegt, dass ich den Speicherstand jetzt hier einfach nochmal aktiviere und nicht mehr überschreibe. Und dass ich dann, wenn ich das Hauptspiel beendet habe, also wenn sich das jetzt noch ein bisschen länger hinauszögert und das jetzt gar nicht der letzte Dungeon werden wird, dann kann ich das ja ohne Probleme noch machen, optionales Zeug. Garum. Kennen wir Garum? Ich weiß nicht. Ich werde es gleich bereuen, ich weiß, aber ich versuche es. Und es, ja, super. Der Part mag mich nicht. Der Part mag es, mich unglücklich zu sehen, und der Part, der sieht mich auch gerade unglücklich und kann sich gerne ins Fäustchen lachen. Was ist denn bei solchen Billo-Gegnern, warum geht da die Flucht nicht? Was? Warum? Also ich verstehe das bei starken Gegnern, ne? Wo man sagt, ey, die sind zu krass, so, gegen die musst du jetzt antreten, ist ein schweres Gebiet und alles, aber warum hier? Sorry, ich werde jetzt hier auch keine MP verballern, auch wenn ich jetzt hier vielleicht noch den einen oder anderen Kratzer mitnehme. Aber die sind hoffentlich alle One-Hit, auch wenn Cecilia einmal zuhaut. Mann, ist das bitter, ey. Das ist so bitter. Ich bin so traurig. Ich hätte den dritten so gerne besiegt. Es wäre für mich auch so viel einfacher zu ertragen, diese Niederlage, wenn ich den dritten besiegt hätte und dann beim vierten Gegner so direkt festgestellt hätte, boah, nee, der ist zu krass, wenn der mich so instant one-hitten würde und ich mir so denken würde, okay, ich war sowieso chancenlos. Damit kann ich dann immer ganz gut leben. Aber so kurz vorm eigentlichen Ziel, das tut weh. Diese Wunde wird ein Weilchen benötigen, um zu verheilen. Aber so ist das Leben. So, weiß Negoja noch, wo der Turm war? Ich glaube, der war irgendwo, ich glaube, der war gar nicht so weit von der Arena weg. Warte mal. Der war irgendwo im, da, guck, das war voll der Zufallstreffer. Aber nein, natürlich war das kein Zufallstreffer. Natürlich wusste ich genau, wo ich hinfliege. Aber ich wusste, dass er nicht weit von der Arena weg war, der Turm. Das ist doch schon mal immerhin etwas, oder? Komm, müssen wir zugeben. Seien wir mal ehrlich. Drücken wir beide Augen zu und klopfen wir mir auf die Schulter. Aber nicht zu doll. Ich habe einen leichten Muskelkater. Seid lieb zu mir, okay? So, hier sind wir beim letzten Mal schon drin gewesen. Hier haben wir Boomerang und Lucid bekämpft im Eingangsbereich, die sich sehr freundschaftlich und respektvoll von uns dann auch verabschiedet hatten. Okay, das wird jetzt schon wieder ein interessanter Dungeon, das sehe ich schon. Ist das da ein Weg? Nee, das sieht aber ein bisschen so aus. Die Frage, die sich mir hier eigentlich in jedem Dungeon aufs Neue stellt, ist, womit kann man hier eigentlich interagieren? Was sind das für Bodenplatten? Was geht und was geht nicht? Ich glaube, ich habe hier direkt einen Sackgassenraum erwischt. Ah ja, sehr schön. Alles klar. Ich würde mal sagen, bisher ist das nicht das Komplexeste. Aber wir sind ja auch noch im Eingangsbereich, ne? So, und Kisten. Mit Kisten wird man hier auch gelockt. Das finde ich prinzipiell immer sehr gut. Vier Kisten haben wir, glaube ich, in diesem Raum. Drei hat man schon gesehen, aber auf der rechtesten Seite wird es wahrscheinlich auch noch eine geben. So, Bluthorn. Ihr seht sehr interessant aus. Das ist immer meine größte Angst, dass ich die Gegner hier hassen werde. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. So, das ist immer so wirklich so ein 50-50-Ding. Ich glaube, rein rechnerisch gesehen kann man wirklich festhalten, dass ich in jedem zweiten Dungeon die Gegner kacke finde. Oder, wenn man es jetzt positiv formulieren will, halt total mag. So, ich gehe jetzt mal auf den Raketenwerfer. Ich werde jetzt hier nicht knauserig mit der Munition sein in diesem Dungeon und mal gucken, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Ich muss... Ach nee, warte mal, meine Items, die habe ich gar nicht angepasst. Ich glaube, die haben nicht die Arena-Items angelegt, weil mir fiel gerade ein, dass ich da noch zurückrudern muss. Aber ich glaube, ich habe das nicht abgespeichert. Ich bin, glaube ich, hingeflogen. Jawohl! Das wird ein Kampf, in dem wir keinen Schaden nehmen. Das ist ein toller Kampf. Den Kampf, den tragen wir uns heute in unser Tagebüchlein ein.
Davon darf es gerne mehr geben. Und wenn das jetzt noch Gegner sind, die richtig was abwerfen. Nagoya ist sehr glücklich mit diesen Gegnern. Endlich mal Gegner, die ihren Fokus auf viel Experience haben. Geil. Okay, das sind schon mal beste Voraussetzungen, um hier fröhlich durch den Dungeon zu wandern. Was wollte ich tun? Ich wollte mir die Ausrüstung angucken. Ja, die haben ihre alten Sachen noch mit drin. Und das ist auch gut so. Ich darf nur nicht vergessen, dass Cecilia, das werde ich ab dem nächsten Kampf auch machen, munter drauf loszaubern kann. Denn durch das Item wird sie eigentlich immer genügend MP haben. Hoffe ich zumindest. Okay, 10.000 Wege. 10.000 Wege sind 9.999 zu viel. Oh, wenn da mal keine Bombe ins Spiel kommen muss. Oh, welch Wunder. Das war ja fast zu offensichtlich. Da oben ist ein Schalter. Habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Ich will bitte nur noch diese Gegner. Das sind meine... Was versteht ihr an den Worten dieser Gegner nicht? Was ist... Er hat schon wieder jemand Namen gewürfelt, oder? Was ist denn Swarkassi? Swarkassi, aber das ist eine Gegnergruppe. Gegnergruppen sind mir immer willkommen, denn ich kann einmal so rumballern. Ich kann mit dem Windmeister einmal ballern. Ich fahre jetzt mal die ganz harten Geschütze aus und mit ihr wollte ich ja sowieso zaubern. Warte mal, holy shit und so, das ging nur auf einen, ne? Das ist ja schade. Geistzufer? Warte mal, das hier geht auf eine Gruppe, klar. Und Geistzufer war aber auch Gruppe, oder? Ich glaube ja, war auch Gruppe. Ja, ich weiß, Artikel werden überbewertet und so. Zu der Erkenntnis komme ich in jedem Let's Play mindestens einmal. Ich bin überrascht, wie unterschiedlich der Schadensoutput ausfällt. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich glaube, ich habe meine neuen Hassgegner. Die hauen ab. Die haben Flächenangriffe. Okay, ich muss mir was anderes einfallen lassen. So geht das hier nicht. Also ich meine, wenn die jetzt hier auch 5000 abwerfen für nur 2 oder so, dann wäre das okay. Boah, ey. Geistzufall ist einfach mal die härteste Enttäuschung aller Zeiten, ey. Ohne Witz. Ich werde jetzt mit normalen Angriffen versuchen, den Kampf hier zu Ende zu bringen. Es wird wahrscheinlich gleich der nächste flüchten. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ich hasse Gegner, die abhauen. Ich hasse wirklich flüchtende Gegner. Ich hasse auch Gegner, die nerven. Ich will, dass Gegner nicht abhauen. 3000 ist aber okay, muss man mal so sagen. Weil wenn ich alle drei jetzt erwischt hätte, dann hätte ich nicht nur wahnsinnig viel Experience bekommen, sondern auch ganz schön viel Geld. Eigentlich sind die rentabel. Und eigentlich war mein Ansatz auch gar nicht so verkehrt, in der ersten Runde direkt alles rauszuballern. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Also wenn die das nächste Mal vor uns stehen, dann gucke ich nochmal ganz in Ruhe, ob ich denen nicht auf andere Art und Weise wehtun kann. Und dann sollte das Ziel sein, mindestens immer 2 irgendwie aus dem Weg zu räumen. Aber die anderen Gegner sind mir trotzdem lieber. Ich darf das nicht mehr erwähnen. Ich muss dem Spiel vorgaukeln, dass ich Swarkassi voll toll finde. Und dann kommen wieder die anderen. Das Spiel mobbt mich einfach. Es ist so. Es ist einfach so. So, die Bazooka. Die Bazooka wird aber... Hat die eventuell mehr Damage aus... Ah, die hat auch so eine geringe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube, ich bleibe beim Raketenwerfer. So, und hier... Ja, was machen wir hier? Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt feststelle, dass er... Ich werde es jetzt mal auf den Versuch ankommen lassen, mit einer Cosmic Nova zum Beispiel, extrem heftig effizient austeilt. Warte mal kurz. Geistzufall hat gar keinen Schaden gemacht. Heißt das, die sind komplett resistent gegen Elementarangriffe? Und habe ich dann überhaupt noch irgendwas, was ich denen um die Ohren hauen kann? Weil ein Gruppenangriff, ich kann jetzt natürlich trotzdem Holy Shit mal probieren. Okay, das sind also generell solche Flüchtegegner, solche Metallschleime, wenn man so will. Die halt super rentabel sind, aber schwer zu erwischen sind. Dann habe ich diesen Gegner jetzt wenigstens auch verstanden. Was ich daran nur nicht verstehe.
ist, dass sie so häufig vorkommen. Oder das war jetzt Zufall, dass die zweimal hintereinander kamen. Aber guck mal, ich habe zwei erwischt, das ist in Ordnung. Und Jack hat auch ordentlich Schaden ausgeteilt. Ich glaube, ich werde das Item jetzt mal austauschen. Auch wenn er ja, dadurch ein bisschen, na, sag schon, ein bisschen mehr aufs Maul kriegen wird und ein bisschen mehr einstecken wird. Aber so ist das dann. Irgendein Tod muss man halt immer sterben. So, und dann kriegt er jetzt den Edelstein. Und dann hoffen wir, dass das eine gute Idee war und ich bei diesen Gegnern dann ein bisschen mehr rumballern kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen. So, warte mal, hier war jetzt eine Sackgasse. Hä? Ich bin gerade nicht hierher gekommen oder laufe ich jetzt gerade einen neuen Weg lang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die kommen oft. Die kommen oft, die Gegner. Aber das ist in Ordnung, solange wir mindestens zwei erwischen. Ja, das ist dann gut und alles andere ist dann schlecht. Man müsste mal auch so ein bisschen beobachten, ob die MP, die ich zurückkriege, von Kampf zu Kampf, ob sich das dann mit diesem Cosma irgendwas wie Cosmic Nova, ob das aufgeht rein rechnerisch, weil wenn ich dann relativ früh schon anfange, an die Zaubermöhren ran zu müssen, dann ist das auch nicht unbedingt das Allerbeste. Magische. Oh. Ich vergesse jedes Mal, dass das Spiel, wenn der Letzte an der Reihe ist, dir gar kein Cursor oder sowas anzeigt, sondern das dann einfach immer losgeht. Das ist sehr, sehr schlecht. Kommen wenigstens noch die beiden. Wenn einer angreift, ist das schon mal gut. Gegenangriff kommt auch gut. Jawohl, ja. Was ist denn mit Cecilia los? Ich hätte vorhin in der Arena schon voll die Aggros geschoben. Darf gerne so weitergehen. Oh, der wird bestimmt flüchten. Taubstumm. Ach so, das ist der Zufallseffekt. Ne? Du machst ja Sachen. Hätte ich jetzt einmal irgendwie einen Zauberangriff genommen, ne? Dann wäre es das für den gewesen. Ich glaube, der wird flüchten. Und dann war der ganze Kampf eigentlich völlig für die Katz und viel zu teuer. Nee, er stirbt. Er stirbt. Alles gut. Ja, sehr schön. Wobei 6000 Experience jetzt auch nicht mehr so die Welt ist, ne? Weil meine Leute, glaube ich, schon relativ viel brauchen hier fürs Level Up. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Okay, Orientierung ist komplett lost. Oh, ich habe wieder eine Glückskarte. Das ist fantastisch. Das ist sehr, sehr schön, ist das. Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, dass das wieder der Anfangsraum ist? Ja, ich bin hier links lang gelaufen. Und ich glaube, hier schließt sich der Kreis. Wie komme ich denn an die Kisten in dem Raum gerade nebenan, die da oben zu sehen waren? 4 Stück an der Zahl. Oh Leute, ey, kommen jetzt nur diese Gegner? Ist wahrscheinlich alles wieder so zufallsbedingt, aber glücklich bin ich damit trotzdem nicht. Ich werde jetzt mal eine andere Waffe probieren. Wir werden jetzt die Bazooka mal vertesten. Ja, ich finde, Rudy macht mit seiner Schusswaffe eigentlich gar nicht so viel Schaden, wenn wir mal ehrlich sind. Und Jack hat vom letzten Kampf, er hat im letzten Kampf mit 125 MP gestartet. Oder ist gestartet. Sagt man, hat gestartet. Er startete mit 125 und ist jetzt bei 117. Das ist aber ein Verlust, der, wie ich finde, verschmerzbar ist. Bei ihr ist das auch nicht so einfach. Ich glaube, ich werde aber auf Holy Shit setzen, weil wenn sie am Ende noch dazu kommt, Holy Shit einzusetzen, es sieht aber schon geil aus, ne? Wenn sie am Ende noch dazu kommt, dann wird das ein zusätzlicher Kill sein, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und könnte das die erste Runde sein? Es wird die erste Runde sein, Leute. Wobei der Schuss von Rudy, der ging hier daneben, ne? Aber ich glaube, das wird trotzdem ausreichen. Boah, das sind jetzt, jawohl, ja, das sind fette 9000 Erfahrungspunkte, geil. Ey, ganz ehrlich, da könnte man fast drüber nachdenken, auch in so einem Kampf mal eine Glückskarte zu ziehen, ne? Aber du hast halt nie die Garantie dafür, dass du alle drei erwischst. Und das macht das so ein bisschen schwierig. Gut, ihr Lieben, wir gucken uns jetzt diesen Raum hier noch an. Ich hoffe, dass das eine Sackgasse ist. Das sieht ganz danach aus. Irgendwie aktiviere ich hier Schalter und weiß nicht, was die bewirken.
Keine Ahnung. Heute werden wir es aber nicht mehr rausfinden, denn ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Wir werden uns beim nächsten Mal genau hier wiedersehen, die Reise fortsetzen und mal gucken, was hier sonst noch so passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!